Okay, gut. Dann müssen wir jetzt wohl nach Alderaan. Und ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Und ja, scheinbar bin ich tatsächlich lauter. Also entweder, keine Ahnung, täuscht das, mein Programm ist lauter als YouTube, oder aber das hochdrehende Mikrofon Lautstärke, obwohl ich eigentlich davon ausgehe, dass es eigentlich schon immer Maximum gewesen sein sollte, bringt tatsächlich etwas. Denn das gerade kurz anhören jetzt hat ungefähr die Lautstärke ergeben, wie ich es sonst habe mit plus 6 Dezibel. Ja. Und ich habe gerade noch was gesehen. Hier während zwischen den Aufnahmen habe ich hier noch reingeguckt. Und hier sind zwei Aufnahmen. Ich grüße euch nochmals. Ich habe versucht, Neues über eure Kämpfe mit Darth Angral herauszufinden, aber vergeblich. Ich hoffe, eure Jagd verläuft gut. Als ich Typhon verließ, habe ich gelobt, dass unsere Feinde euren Namen fürchten sollen. Diesen Schwur habe ich gehalten. Ich war in einer Kantine auf Hutter. Ein paar dreckige Mandalorianer haben rumgeprahlt, wie viele Jedi sie schon getötet hätten. Den Kopf des einen habe ich als Trophäe eingesackt. Den anderen habe ich erzählt, ihr wärt schon unterwegs zu ihnen. Ihr hättet ihre entsetzten Gesichter sehen sollen. So gut habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Jetzt erst mal auf Wiedersehen. Ja, und der will ein Jedi sein. Also mich erinnert das eher an einen Sith. Aber okay, mir ist es recht sein. Gut, na dann. Auf nach Alderaan. Aldebaran! Moment mal, war das nicht irgendwo anders? Fällt mir nur gar nicht ein. Aldebaran, woher stammt das? General, ich bin auf Alderaan. Habt ihr etwas von Meister Orges gehört? Negativ. Bei dem Chaos hier ist es ein Wunder, dass überhaupt Nachrichten durchkommen. Alderaan ist ein Kriegsgebiet. Die Adligen kämpfen darum, wer das Sagen hat. Und ob dieser Planet sich mit der Republik oder mit dem Imperium verbünden soll. Wir könnten alle dem Imperium zugetanen Parteien ausschalten, wenn wir Truppen auf Alderaan stationieren. Der Senat wünscht eine diplomatische Lösung. Ich glaube aber kaum, dass es eine gibt. Meine Männer haben die Todessiegelwaffe entwickelt, um diesen Konflikt mit äußerster Präzision beizulegen. Ein außergewöhnliches Gerät. Es markiert Ziele mit einem mikroskopisch kleinen Sender. Nicht zu erkennen. Es erfasst Ziele auf dem ganzen Planeten. Die Zielkoordinaten werden an einen konzentrierten Laserstrahl übermittelt, der Ziele aus riesiger Entfernung ausschalten kann. Deswegen ist cool. Eine solche Waffe könnte feindliche Anführer ausschalten, ohne dass wir dabei das Leben unserer Truppen riskieren. Generäle, Taktiker, Sith Lords, sind sie erst einmal ausgeschaltet, bricht der Feind zusammen. Das Todessiegel hat aber einen entscheidenden Nachteil. Die Reichweite der Zielvorrichtung ist extrem begrenzt, nur etwa 20 Meter. Sobald ein Ziel markiert ist, kann der Laser es jedoch aus jeder Entfernung treffen. Ich fürchte, unsere Bemühungen, die Waffe zu bewachen, sind gescheitert. Die letzte Übertragung von Meister Orges stammt aus dem Palast Organa. Danach nichts. Er ist ein alter, verwirrter Mann. Nach dem, was Meisterin Kiwix passiert ist, bin ich sicher, dass Orges in Gefahr ist. Count Alde war der Letzte, der Meister Orges gesehen hat. Er finanziert das Todessiegelprojekt zusammen mit uns. Ich habe versucht, den Count über eure Ankunft zu informieren, aber die Kommunikation ist ausgefallen. Berichten zufolge sind mehrere Holostationen zerstört worden. Das gehört zur Standardtaktik der Imperialen. Das Haus Organa kann nicht genug Truppen bereitstellen, um die Holostationen wieder zu aktivieren. Vielleicht könnt ihr helfen? Ich stelle die Kommunikation wieder her und suche dann Count Alde auf. Ich übermittle euch die Koordinaten der Holostationen.
Wenn ihr sie wieder instand setzen könntet, würde das die Verteidigung von Haus Organa stärken. Ihr findet Count Alde in der Botschaft beim Palast Organa. Viel Glück. Basata, Ende. Ist Count nicht ein Begriff, den die Bösen benutzen? So irgendwie? Ha? Ich check das jetzt gerade nicht so ganz, aber okay. Meines Wissens war das ein Rang bei der dunklen Seite, bei den Bösen immer. Ich meine, der bekannteste Vertreter dieses Ranges ist Count Dooku. Sonst habe ich den, glaube ich, tatsächlich noch nie gehört. I don't know. Vielleicht ist es einfach ein allgemeiner Rang. So wie Moff. Groß Moff. Moff Moff. Obwohl die eigentlich auch nur auf imperialer Seite benutzt werden. Ach, keine Ahnung. Oh, ein Sith. Mit einem Übungsschwert? Lol. Okay, hierhin. Ach so, die Sender. Okay, das ist ein Bonus. Egal, es gehört zu der Quest, ich mach's. Was ich hier dadurch Spiel auch geil finde, ist, dass eigentlich alles accountweit ist. Also das Haus ist accountweit, so Cash-Zeugs, wie der Gleiter, ist accountweit. Gut, man muss es meistens zwar noch freischalten, aber wenn man es mal gemacht hat, dann ist es so. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Man kauft alles einmal, schaltet noch kurz den Account frei, Schaltung frei und dann kann man es auf jedem Charakter verwenden. Zum Beispiel mein Schwertkristall hier, der schwarz-rote. Oder auch hier diesen da. Den kennt man ja schon los vom imperialen Agenten. Ja. Oh, Töpfchen ist umgefallen. Und das ist ein echt schöner Planet hier, muss ich zugeben. Keine Sorge. Reden können wir später. Erst sollten wir vermutlich die Galaxis retten. Ich habe mich immer noch nicht drum gekümmert, was am wichtigsten ist. Oh nö. Das sind einfach auch zu viele. Wenn ich hier zu viele Draco ziehe, dann bin ich sofort tot. Dann metzle ich mich eben schnell dadurch.
Oh, was Lilanes. Jubel sieht man doch immer wieder gern. Da. Scheiß Flammenwerfer-Ding. Geh weg. Nee, der lebt ja noch. Stirb. So. Damit wäre das erledigt. Hey, da ist auch noch Loot. Loot. Irgendwie so dazwischen durchsneaken. Organa. Ganz bekannte Person von Bail Organa. Jo, dann haben wir irgendwo noch eine Post. Hier ist ein briefiger Kasten irgendwo. Da! Lord Praven. Ich habe gehört, dass ihr auf Tatooine gegen Lord Praven gekämpft und ihn getötet habt. Das macht mich wohl zu eurem neuen größten Verehrer. Auch wenn wir uns noch nie begegnet sind. Okay. Mein Vater war ein republikanischer Soldat, der bei der Plünderung von Coruscant von Lord Praven getötet wurde. Oder Praven, hat auch immer. Jahrelang hatte ich ein Kopfgeld auf diesen Sith-Abschaum ausgesetzt, aber jeder, der es sich holen wollte, wurde durch einen schweren Anflug von Tod dahingerafft. Schwerer Anflug von Tod, oh Gott. Ich bin froh, dass endlich jemand diesen selbstgefälligen Schlechter erwischt hat. Viel Spaß mit der Belohnung, ihr habt sie euch verdient. 1600 Kröten. Okay. Rechts rüber, da, okay. Muss hier irgendwo noch so ein Arztdruide sein? Oder auch nicht. Und wo zum Teufel geht's weiter? Ach, hier geht's hoch. Hier lang? Boah. Ich meine, das Design ist ja ganz cool, aber die Wegfindung ist scheiße. Goldruide, ein Geschütz, noch ein Geschütz. Hallo, ich hätte gerne Dottore. Moment mal, das. Da war ein Symbol zum Verticken. Luda! Oh, einem Gefährten überreichen, cool. Du da, hier, nimm. Hat mich sehr so gefreut. Dann gucken wir mal eben. Gefährte, wie sieht es bei dir aus? Nee, es bleibt bei dem. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Zieh doch mal die Maske ab. Dann. Nee, nicht ab. Aus. Ha! Da hat sich tatsächlich mal was Schweizerdeutsches eingeschlichen. Zieh die Maske aus. Dann klingst du auch mal wieder richtig. Zieh sie ab. Das ist, Ausrauben. Oh.
Muss das hier so ein langer Gang sein? Oder kann der nicht wenigstens einfach am Eingang stehen? Count Alde? Ich arbeite mit Meister Augustin. Ich bin wegen des Todessiegelprojekts hier. Ja, vielen Dank für die Wiederherstellung unserer Kommunikation. Elena, erzählt dem Jedi, was ihr mir erzählt habt. Ich habe in der Todessiegelforschungsanlage gearbeitet. Weiblicher Ork. Wir haben Routinetests durchgeführt, als plötzlich imperiale Truppen durch unsere Sicherheitstüren gebrochen sind. Sie hatten einen abscheulichen kleinen Mann dabei, einen Sith, glaube ich. Die Leute erkennen einen Sith normalerweise auf den ersten Blick. Warum seid ihr so unsicher? Er war irgendwie anders. Hat kaum gesprochen. Er hat die Imperialen kämpfen lassen, bis der Jedi kam. Bevor irgendjemand wusste, was überhaupt geschieht, hat ein einziger Jedi alle imperialen Truppen ausgeschaltet. Meister Orges macht keine halben Sachen. Es tut mir leid, aber der Jedi hat nicht überlebt. Der Sith war zu stark. Erst ist er verschwunden und dann wieder aus den Schatten gesprungen. Er hat euren Freund überrascht und ihn von hinten erstochen. Es war schrecklich. Meister Orges war alt und schwach. Ich würde euch ja gerne sagen, dass er stolz sterben konnte, aber als der Jedi fiel, rief der Sith Verstärkung herbei. Aber keine Imperialen, sondern Killix. Das sind intelligente, menschengroße Insekten, die im Untergrund leben. Fleischfresser, schreckliche Biester. Wie hat der Sith mit ihnen kommuniziert? Oh, sie sind ziemlich hochentwickelt. Das macht sie so gefährlich. Die Viecher sind nur so in die Anlage gestürmt und haben alle in Fetzen gerissen. Ich bin weggerannt. Ihr hättet nichts tun können. Dankt den Sternen, dass ihr überlebt habt und uns diese Nachricht überbringen konntet. Der Sith kontrolliert jetzt das Todessiegel. Wen könnte er als Ziel ausgewählt haben? So wie ich das sehe, können die Ziele nur aus direkter Nähe gewählt werden. Stimmt, aber dieser Sith, ich glaube, der kann überall hin, wohin er möchte. Win Organa organisiert Friedensgespräche mit den anderen Häusern. Vielleicht will der Sith... Blub. Wow, die haben sogar darauf geachtet. Das ist tatsächlich ein Loch. Geil. Noch geiler wäre es, wenn ich vorher schon gewusst hätte, dass ich mal hochgucken sollte, ob da schon dauerhaft ein Loch ist oder ob das nach dem Einschlag erst ist. Das wäre cool zu wissen. Das war der Todessiegel-Laser. Er hat Count Alder getötet. Es ging so schnell. Ich habe die Gefahr nicht kommen sehen. Wir müssen hier raus. Es ist nicht sicher. Wir werden alle sterben. Der Count. Hier, ihr, Hände hoch. Nehmt ihnen die Waffen ab, Leute. Das Gebäude muss abgeriegelt werden. Der Count wurde durch einen Laser aus der Entfernung getötet, nicht durch ein Lichtschwert. Das könnt ihr alles erklären, wenn ihr euch ergeben habt. Rücken an die Wand und Hände hoch. Das ist die letzte Warnung. Seid ihr verrückt? Sie ist ein Jedi-Ritter. Wir haben nichts damit zu tun. Wir werden eure Identitäten und Alibis später überprüfen. Wenn es stimmt, was ihr sagt, werdet ihr freigelassen. Die Langstreckenkommunikation wurde wiederhergestellt. Es sollte nur ein paar Tage dauern, die Sache zu klären. Tja. Ein Sith versucht Alderaan zu vernichten. Ich muss ihn aufhalten. Bitte, lasst den Jedi gehen. Ihr könnt mich festnehmen. Reicht euch das? Wenn ihr ein Jedi seid, können wir euch wohl sowieso nicht aufhalten. Ich lasse euch gegen euer Ehrenwort gehen. Diese Frau wird in sicherer Verwahrung bleiben, bis ihr wiederkommt. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Die Alternative wäre unerfreulich gewesen. Ich hoffe, ich muss das nicht bereuen. Ihr müsst das Todessiegel finden, bevor dieser Sith wieder jemanden tötet. Hier sind die Koordinaten der Forschungsanlage. Zumindest das, was übrig ist. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Seid vorsichtig, Jedi. Na, eigentlich hätte ich ihn auch töten können. Ey, fummel nicht an mir rum.
das ist schon der nächste Questschritt, wa? Meh. Ja, manchmal sind die möglichen Antworten nicht unbedingt das, was ich gerne sagen würde. Deswegen wähle ich dann irgendwas anderes, denn hier... Ich hätte ihm drohen können, aber das hätte direkt den Angriff ausgelöst. Ich hätte ihm eigentlich lieber nur gedroht. Quasi das, was er am Ende noch gemacht hat. Aber ja, was will man machen?